Die Baumaschinen stehen schon bereit. Direkt neben dem Flughafen München in Hallbergmoos entsteht ein Surfer-Dorado. Erste Visualisierungen geben einen Eindruck, wie die Anlage aussehen soll. 180 Meter breit mit Wellen in alle Richtungen. Es soll Liegeflächen und einen Strandbereich geben. Oder kurz gesagt, nördlich von München entsteht gerade ein kleines Stück Meer mit künstlicher Brandung. Laut Businessplan eine echte Marktlücke. Da gibt es einen sehr interessanten Vergleich mit den Golfern. Es gibt 650.000 Golfer in Deutschland und 998 Golfplätze. Es gibt da ungefähr dieselbe Anzahl an leidenschaftlichen Surfern, also die ihren Urlaub danach ausrichten, also roundabout 650.000. Aber es gibt bis zu 2,5 Millionen Gelegenheitssurfer, also die im Urlaub sich mal ein Board ausleihen. Also 2,5 Millionen Surfer und kein Surfpark. Der Spatenstich in Hallbergmoos ist vollbracht. Die Gemeinde hält große Stücke auf das Projekt. In gut einem Jahr soll die Anlage den Probebetrieb starten. Die Macher versprechen ein nachhaltiges Baukonzept und die Energie für den Surfpark kommt aus einer Photovoltaikanlage. Von morgens bis abends rollt dann die Welle, 30 cm hoch für Anfänger bis 2,50 m für Profis. Surfen ist olympisch. Das heißt, da gibt es mittlerweile auch Qualifikationen und da können die Sportler eben hierher auch unter Laborbedingungen dann ihre Wellen testen und trainieren. Einer der ersten deutschen Surfer, die international erfolgreich waren, ist Marlon Lipke. Er glaubt, dass die Anlage gerade den professionellen Surfern gefehlt hat und die deutsche Surferszene ein gutes Stück nach vorne bringen wird. Wir sind jetzt an der Zeit, wo weltweit auf einmal Surftalente aus Gegenden kommen, wo vielleicht gar kein Meer ist. Und hier werden wir das wahrscheinlich auch sehen. Wir werden Talente haben, die aus München kommen, die dann, wenn denn auch die Zeit investiert wird, am Meer das umzusetzen, dann auch international bei den Wettbewerben dabei sein können. Die 2,50 Meter Welle für Profis ist aber nur ein Bereich. Anfänger und Amateure sollen genauso die Möglichkeit haben, sich auszuprobieren. In Deutschland wird es die erste Anlage dieser Art und Größe sein. Wenn alles nach den Plänen der Macher läuft, sollen im Frühjahr 2024 die ersten Surfer die Welle in Hallbergmoos reiten.